Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute am Techniksonntag, den 17.12. Jetzt ist der dritte Advent. Heiße ich euch herzlich willkommen. Wir machen heute eine Technik mit Gummibändern. Und falls ihr keine Gummibänder habt oder zusätzlich das noch benutzen möchtet, geht das auch mit Band. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich zeige euch auch nachher, warum. Aber mit Gummiband. Ich habe vor 100 Jahren also mal so einen Ball irgendwie im Supermarkt gekauft und irgendwie wird der auch echt nicht alle, aber ja, heute brauchen wir mal wieder drei. Und zwar spanne ich diese Gummibänder einfach irgendwie über den Block, auch übereinander lappend und mit so einem Twist, wenn ihr mögt. Hier einfach, dass das nicht gerade ist, sondern so ein Twist da drin hat. Oder hier, dass es übereinander lappt, wie euch das gefällt. Drehe mir das so hin, wie ich das gerne hätte. So. Genau. Und bei dem anderen Block nehme ich einfach einen Faden. Haltet den hier fest, wickelt den hier irgendwie ein paar Mal drum, auch schräg, wenn ihr mögt, so, schneid das ab und mach einfach Knoten da rein. Genau, wichtig ist dann nur, dass das ein bisschen stramm ist. Dann schneiden wir die Enden noch ab, damit die nicht zufällig in der Farbe hängen. Und können dann hier ein bisschen noch schieben, wie wir das gerne hätten auf dem Projekt. Genau, müsst ihr euch also die Unterseite angucken, ne? Damit ihr so na, so vielleicht. So, dann habe ich für heute weihnachtliche Farben rausgesucht. Jetzt geht es ja mit ganz großen Schritten auf Weihnachten zu und wir benutzen Glutrot und Smaragdgrün. Und jetzt nehmt ihr euren Block und dann kommt einfach die Gummibänder in die Farbe. So, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr diese Ecke hier entweder vorher nochmal abwischt oder schön aufpasst, dass ihr mit solchen Ecken jetzt nicht aufs Projekt kommt. Das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt keine Stempelunterlage benutze, die das weich macht, weil dann sinke ich mit dem Acrylblock ja immer weiter ein. Das ist in diesem Fall überhaupt nicht gewünscht und darum lasse ich das auch. So, ich habe es ein bisschen weggemacht. Das ist natürlich auch eine brutale Farbe gerade. Aber wir sind vorsichtig. Wir gucken mal. Und dann können wir einfach die Gummis aufs Papier legen. Das können wir so lange machen, bis es uns gefällt, bis wir finden, das ist genug. Ich finde, es hat wirklich einen Mega-Effekt. Super schnell gemacht. Kann man nochmal umdrehen.
So, ich lege das mal hier hin und jetzt könnt ihr nämlich auch schon ahnen, warum das mit Band für Fortgeschrittene ist. Denn das Band ist so dünn, dass sie quasi automatisch gleich den ganzen Acrylblock mit färbt. Ich lege das jetzt am Anfang ein bisschen auf den Block, damit sich dieses Band ein bisschen vollsaugen kann. Aber guckt mal, was hier passiert. Also das ist wirklich für Fortgeschrittene. Ah, schön, ihr wackelt schon wieder. Ist das nicht toll? So, dauert also wirklich erst noch einen Moment, bis sich der Faden so vollgesaugt hat, wie ihr das gerne hättet. Und dann ganz vorsichtig, aber wirklich ganz vorsichtig. Also, ich sage auf meinen Partys und auf meinen Workshops immer, wir sind hier nicht bei der Post. Und jetzt sind wir erst recht nicht bei der Post. Weil wenn ihr jetzt stempelt wie ein Wilden, dann habt das versaut. Aber ich finde den Effekt total gut. So, ja, so einigermaßen geht's wohl. Ich finde den Effekt total schön, aber es ist halt wirklich fortgeschrittener, ne? Ihr seht auch hier an der Ecke, habe ich einmal schon so ein bisschen ganz leicht daneben geditscht. Hier, hier. ja. Das ist auf jeden Fall Gummibandtechnik. Da wir ja dieses Projekt nicht benötigen, zeige ich euch jetzt auch noch mal eben, was passiert, wenn man zu stark aufdrückt. Hier, ne? Dann gibt es einen ganzen Block quasi zu sehen. Ich finde es nicht schön, aber natürlich wird auch der Abdruck dann hier stärker. Also je nachdem, was ihr wollt. Ne? Ihr könnt natürlich auch die Acrylblock-Technik von letzter Woche mit dem von dieser Woche kombinieren, was ihr hübsch findet. Selbstverständlich auch eine Karte für euch fertig, vorbereitet. Ich lege mal eben hier die Sauerei zur Seite. So. Vorbereitete Karte sieht so aus. Ja, da habe ich also von den Gummis her mit tatsächlich Currygelb und Kürbisgelb gearbeitet. Und dann mit natürlich. Mein Nachbar braucht noch ein Loch oder zwei. Mit Glutrot die Bänder gemacht. Man sieht auch so ein ganz kleines bisschen den anderen Effekt, weil es eben gewebtes Band ist und ja, ich mag das ganz gerne. Finde das ziemlich schick. So, das war das für den dritten Advent. Das war mein letztes Technikvideo für dieses Jahr. Nächsten Sonntag ist Heiligabend, da habt ihr bestimmt was anderes zu tun. Und übernächsten Sonntag ist Silvester, da habt ihr auch was anderes zu tun. Und
darum nehme ich mir jetzt auch einfach die Auszeit und dann sehen wir uns mit neuen Videos am 7. Januar wieder. Wir haben auch Technik-Blog-Hop am 7. Januar. Nein, gar nicht Technik-Blog-Hop. Wir haben Stempel-Blog-Hop mit einem bestimmten Stempelset, nämlich einem aus der Celebration, die es im Januar gibt. Aber die Infos gibt es auf jeden Fall nach Weihnachten für euch. Ich wünsche euch jetzt erstmal schöne Weihnachtstage. Genießt noch die letzte Woche von meinem Adventskalender von der lieben Bastel-Anja. Und Heiligabend gibt es nochmal ein paar persönliche Worte von mir für euch. Und bis dahin verbleibe ich erstmal. Eine schöne Weihnachtszeit. Sei schönartig, sonst kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind oder Knecht Ruprecht oder wer auch immer bei euch so kommt, kommt vielleicht nicht. Ich bin nicht zu Hause, bei mir braucht keiner kommen. Ich wünsche dir einen tollen Sonntag und bis bald. Tschüss.